Zuletzt bei Lego City Undercover. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Johns Gang in Form von Fotos. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Und fahrt zur Apollo-Insel. Sofort! Klau den Mondbuggy! Wir schreiben Part 15 und wir haben 20,2% abgeschlossen und einen neuen Auftrag. Das heißt, wir haben ein Fünftel des Spiels abgeschlossen. Sprich, dann haben wir bei Part 30... Oh, hier ist was zum Sprengen. Ich habe da Sprengstoff dabei. Hallo? Ah, ne. Ist einfach nur eine Vase. Okay. Sprich, dann haben wir bei Part 30 40%. Bei Part 60 haben wir dann 80%. Und bei Part 75... haben wir dann 100%, sprich 75 Parts, Stand jetzt, wird es noch dauern. Und ja genau, so viel dazu. Aber zum neuen Auftrag, wir haben hier den Auftrag von unserem Auftraggeber, den wir im letzten Part so halb verraten haben. Wir haben Fotos, warte, mein Ton ist, mein Ingame-Sound ist ein bisschen laut. Genau, wir haben Fotos für ihn gemacht und zwar... vom, oha, das ist ein cooles Auto. Das kann gar nicht schwimmen. Oh Mann. Wir haben Fotos von seinen Kumpanen für ihn gemacht und damit seine Kollegen verraten. Jetzt sind wir der einzig Verbleibende und müssen deswegen hier für ihn den Weltraumbuggy stehlen und hier einbrechen. Ah, und hier ist eine Palette, aber es bringt nichts. Okay. Oh, ein goldener Busch. Okay. Ganz komisch. So, ich bin jetzt schon mal in Zivilisation angekommen. Man kann ja hier auch mal auf die Karte schauen. Hier unten bin ich. Und irgendwo erstellt er mir eine Route hin. Ja, hier hin oder was. Hier unten bin ich. Das sieht aus wie ein Flugplatz, so eine Landebahn. Genau, und ich muss hier oben hin. Ja, die Linie, die Insel sieht ziemlich... relativ lineal aus, aber wir kommen schon noch zu, wir kommen bestimmt dann auch demnächst zu unserem Ziel, obwohl der Auftrag erstmal richtig lang klang, weil sie so, ja, mach das hier und danach das hier, und man hat dann so ganz lange Kamerafahrt gesehen, wo man hin soll, aber das wird leichter als ich denke, als man denkt, so würde ich mal sagen. Und denken. Haha. Und hier haben wir einen Superbau, und zwar einen Looping-Dreher. Der ist mir aber doch noch ein bisschen teuer, weil dann finden wir eine Rufsäule und können die nicht bauen. Ich möchte eigentlich immer so, dass ich eine Rufsäule immer bauen kann. So viel Money, also Stats, nee Quatsch, Bausteine sind das ja, mindestens haben. Und jetzt sind wir hier beim Raumfahrtzentrum der NASA oder ESA oder wie auch immer angekommen. Und jetzt können wir diese Dinger benutzen. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Ich glaube, das bestätigt sich. Würde ich jetzt mal denken, weil why not, ne? Und wir können die Leute vergolden, das ist auch so nice. Wenn was cool ist, dann an das. Na gut, das ist aber auch auf Dauer ein bisschen langweilig, weil so krass ist das nicht. Vielleicht kriegen wir so einen orangenen, vielleicht aber einen weißen. Weißer wäre auch schick, weil es gibt ja beide Arten von Raumanzügen. Da gibt es dann Unterschiede mit der Strahlung, die quasi da ist. Oh, und hier haben wir einen Farbumdreher. Welche Farbe haben wir jetzt? Blau? Tatsächlich. Ja, aber ich glaube, hier können wir die beiden kaputt machen, oder? Und dann was bauen. Und zwar ein großer Schrank, so wie in der Polizeiwache, ganz am Anfang unten. Und damit kriegen wir unsere nächste Verkleidung. Den Astronauten! Yay! Chase McKenna als Astronaut, wie cool! Ist ja cool, da müssen wir auch noch einen Avatar erstellen. Aber alles mit seiner Zeit. Und wir haben so einen schicken weißen Raumanzug. Und irgendeine Laserkanone. Krass! Macht ihr irgendwas den Leuten oder so?
Okay, du machst auch Sachen kaputt. Lol, der ist umgefallen einfach. Lol, ich hab die irgendwie paralysiert und dann sind die umgefallen, wie auch immer. Oh, so ein roter Raumanzug ist auch schick. Aber wir können das ja eh anpassen. Also, was meckere ich eigentlich rum die ganze Zeit? Aber ich habe hier, glaube ich, einen weiteren Farbdings gefunden. Muss ich manuell zählen. Aber ich brauche Gold. Och, komm. Nur weil ich jetzt Gold brauche. Ernsthaft? Okay, ich sollte lieber mal schauen, wo ich hier hochkomme. Wahrscheinlich wird jetzt auch schon die neue Verkleidung eingeführt. Eingeführt, würde ich mal sagen. Ah ja, hier ist eine Kiste. Und da ist so ein Würfel drin. Und den kann ich B drücken, um die zu aktivieren. Hä? Ah, mir wird eine Reihenfolge gezeigt, da muss ich die aktivieren. Okay, ja, da, 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 da. Du, 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 du. Und jetzt aktiviert er ein Laserstrahl. Oder was ist das? Nee, der beamt mir hier irgendwas hin. Der teleportiert hier irgendwelche Teile. Nee, der beamt mir irgendwelche Teile hier hin. Und das sind graue Teile, okay. Ah, und die muss ich jetzt anmalen. Okay. Wahrscheinlich in blau, weiß, das hatten wir im letzten Part ja auch, dass man diese grauen Teile blau anmalen muss, damit sie ihre Wirkung bekommen mit Klettern und so weiter. Und das trifft sich doch gut, dass wir hier eine dass wir hier Dynamit dabei haben. Und zwar haben wir wieder einen Rex Fury, einen weiteren, gesprengt. Toll, da geht's also auch zu voran. Ich habe gleich geschaut, wie viel wir jetzt haben. Auf jeden Fall ein paar. Passt schon. So, das Ding können wir noch nicht benutzen. Aber als Astronaut kriegen wir auch weitere Fähigkeiten. Einmal da so ein UFO und einmal so eine Fahne. Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall können wir erstmal jetzt unsere Quest abschließen. Oder? Kommt noch was dazwischen. Ah, ja. Jetzt kommen diese Astronautenpodeste, die wir auch schon gefunden haben. Aber ich wusste ja nicht, dass es für einen Astronaut ist. Dann hätte ich... Na komm. B, um zu teleportieren. Wohin? Oha, jetzt können wir überall... Also, wo die halt auch immer uns hinbringt. Aber jetzt können wir uns von einem Punkt zum anderen teleportieren. Wahrscheinlich nicht beliebig. Also, ich würde nicht sagen, jetzt teleportiere mich mal dahin. Das wäre wie die Bahnstation. Aber bestimmt irgendwie... Und das ist sogar ein nächster Spezialauftrag. Wie cool. Dann machen wir also in diesem Part schon den nächsten Spezialauftrag. Okay. Damit ist ja alles eigentlich offen. Wow! Mann, es hieß doch nur ein kleiner Schritt. Für die Menschheit. Perfekt. Genau. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mondbuggy, denn der ist... irgendwo in der Nähe von da. Ja, aber der ist doch mittendrin. In der Mitte des Shuttles. Aber die arbeiten noch da dran. Oh, nee. Okay. Jetzt ruft Ellie Phillips an. Chan will, dass ich einen Mondbuggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle. Umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Jetzt muss ich sogar gegen die kämpfen und die. Weil sie dann in den Kontrollraum kommen werden, während du dich in den Hangar schleichst. So, okay. Jetzt den werfe ich mal hier auf diese Zeichnung. Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Okay, ja, genau. Einfach mal ein paar Knöpfe drücken. Das ist manchmal gut, manchmal nicht so. Eine Rakete zu steuern unterscheidet. Oha, jetzt habe ich schon 20% von diesem Level abgeschlossen. Das heißt, man gar nicht viel braucht für... Gar nicht viele Münzen braucht für die 100% in dem Level hier. Auf jeden Fall können wir wieder eine weitere Box aktivieren. Rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb, blau. Und jetzt aktiviert er mir... Ach nee, jetzt teleportiert er mir wieder irgendwelche Sachen hierher. Und zwar genau dahin. Und zwar ist es so ein Teleportations... Podest.
Aber das finde ich echt weird. Wahrscheinlich bringt mich das da rein, dass wir jetzt schon fast 50% von diesem Spezialauftrag abgeschlossen haben. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, Handbremse ist angezogen. Ich hoffe, dass wenn wir bei der Rakete sind, dass wir auch so eine epische Inszenierung vorfinden. Also so, wie die Rakete so steht und dann vielleicht startet die ja sogar irgendwie, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn es episch inszeniert wird, die Rakete. Okay, dann bringt uns das, glaube ich, irgendwo hin. Ach, hier hoch. Von einem Perfekt. Teleporter in seine Atome zerlegt zu werden, kitzelt irgendwie. Oha, er geht sogar auf die physikalische Möglichkeit ein, wie man sich teleportieren kann. Und wir bauen eine Mini-Shuttle, ein Mini-Space-Shuttle. Wie cool. Und die hebt ab, oder was? Oh. Aber landet direkt wieder. Dafür können wir ein Bild bauen. Von einem Astronauten. Kennt man den oder sind wir das nächste? Niemals wir. Oder es will passen. So. Dann teleportieren wir uns doch mal wieder was hier hin. Grün, rot, blau. Warte, grün, rot, blau, gelb. Ich glaube, so wie beim Anfang. Was bringt es uns hier? Ideale Raketenflugbahn ja. wird berechnet. Okay, das ist auf Zeit. Berechnete Richtung der Flugbahn aufwärts. Das ist schon mal ein erster Schritt. Oha, jetzt haben wir schon über 90% freigeschaltet. Was ist los hier? Dann machen wir mal unsere lila Farbe hier rein. Holen hier noch einen goldenen Stein. Oder ist es wegen dem mal 8? Das könnte sein. Das wäre, ja, das wäre es blöd. Bisschen vielleicht. Ich mach's mal so. Ich versuche trotzdem alles Geld noch einzusammeln. Aber es kann natürlich sein, dass es wegen dem... Oh, hier ist noch ein Bild. 2 von 3 dann. Es kann natürlich sein, dass es wegen diesem mal 8 Stats-Multiplikator ist. Das wäre, naja... Schade, ein bisschen. Aber wir kriegen das schon hin. So, jetzt kann ich mit dem Dieb... Funktionstüchtigkeit des Duftbaums wird hier rein. Überprüft. Ich sammle mir nochmal alles an Münzen ein, was ich kriege. Was ist das hier? Wiederhole. Kiefernfrische. Da ist eine Lücke auf der Strecke. Auf der Strecke? Auf welcher Strecke denn? Ja, davor. Ach so, in der Mitte. Ich kann diese Kiste nicht nach ganz hinten schieben. Und damit haben wir 3 von 3 geschafft. Junge, was bin ich froh, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht. Das hier ist eine Batterie. Oha. Ah, da oben kann ich mich hinziehen. Ich habe übrigens mal mein Aussehen als Polizist verändert. Ah, nee, das kann ich runterziehen. Ah, ich bin noch zu weit weg. Das kann ich runterziehen für diese Strecke in der Mitte. Warte, B bauen, diese restlichen Fliesen ergänzen und ich kriege mir ein bisschen Geld. Jetzt sammle ich natürlich auch alles ein. Es liegt bestimmt an dem Stats-Multiplikator. Naja, dann muss ich dran denken, das am nächsten Mal zu deaktivieren. Oh, und wir haben irgendeinen Knopf aktiviert. Und jetzt kriegen wir ein Dynamit. Ein Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Da weiß ich auch schon, wo wir da hin müssen. Und zwar einfach darunter. Zeigt sich der Pfeil ja auch. Was zum Henker eine Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Man denkt so, einmal sind die schlau und wissen so, was sie machen. Aber nein. Soll man auch anders erwarten. So, beide auf einen Haufen hier in die Ecke gelegt. Dann hier der ausgeholt. Aber zu spät reagiert leider. Dann der. Auch niedergestreckt. Der eine steht wieder auf, weil ich zu spät reagiert habe. Den mit einem epischen Y drücken. Jetzt ja, muss mir nur noch weggehauen. Was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Achso, Quatsch. Ich muss hier diesen Spind aufbrechen. So ein schmaler Spind, den haben wir sonst nie aufgebrochen. Aber wie gesagt, wir brauchen irgendwas, um diese Arbeiter aus dem Hangar zu locken, um selbst dahin zu kommen. Aber vielleicht findet sich das ja schon hier am Ende unseres Ziels. Und das ist wahrscheinlich der hier vorne, oder nicht? Nee. Das Teleskop? Nee. Da hinten irgendwo? Ach, der Schrank hier. Nein.
Doch, der Schrank. Keine Ahnung, warum das nicht aktiviert hat, aber es ist der Schrank. Und wir haben einen Knopf aktiviert. Und der muss da vorne hin. Oha, jetzt müssen wir uns sogar unsere Stellen zusammenbauen. Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Okay, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Dann breche ich erstmal das hier auf. Adäquat. Ja, das ist natürlich sehr kritisch. Nachschub gewährleistet. 5 Geschmacksrichtungen. Oh. Davon 2 Light. Was für ein Luxus hier. So. Ah, hier ist noch ein Knopf. Ah, was bringt der? Wir haben den anderen Knopf noch gar nicht irgendwie aktiviert. Ich muss hier hoch. Ah ja, ich muss hier hoch und den hier reinmachen. Aha, okay. Der andere Knopf fliegt doch da vorne rum. Das hier ist auch aufgebrochen. Dann hier alles ein bisschen zerstören, weil man findet ja überall was drin. Auch wenn man es nicht erwartet. LOL. Jetzt wieder verpufft oder was? Oh. Ja, hier drauf, hier drauf. Ja, gibt es hier ein B? Ja, B. Und die zweite Lampe leuchtet auch. Hier rüst dich am besten den hier aus. Der hat nämlich ja diese Crazy Day für euch am Mikro. Wir spielen die Hits Rakete. Diese Gun. Radioempfang funktioniert 1A. Ja, wir sind ja auch auf der Erde. Also, wer auch immer das der Test, der ist nicht ganz schlau. Oh ja, Bro, bin ich dumm. Ich sehe es gerade auch. Ich habe hier noch einen Knopf, den ich gar nicht aktiviert habe. Aber das in der Mitte sieht auch interessant aus. Was ist denn das? Keine Ahnung. Kann ich jetzt auf Anhieb nicht identifizieren. Aber damit haben wir... Was ist das? Ein Portal freigeschaltet für den Astronauten? Oh, in der Tat. Und wir teleportieren uns hier hoch auf die Plattform. Und können da so einen Aufzug aktivieren. Wie cool. Jetzt können wir oben einmal im Kreis fahren. Okay, wir müssen gleich abspringen. Wir müssen nur... Raketentreibstofffüllstand 2% so. Und steigend. Darf man weiter... Oh, das oben sind die Planeten des Sonnensystems, die in ihrer Geschwindigkeit drehen. Hat vielleicht jemand einen Reservekanister? Das ist eigentlich so ein richtig... Das könnte ihre Aufmerksamkeit erregen. Das ist eigentlich so ein richtig cooles... Da oben führt zum Hangar. Ja, ja, ist ja gut. Laber nicht so viel. Das ist ein richtig cooles... Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Das ist ein richtig cooles Modell, will ich jetzt mal sagen. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Okay. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Chase, da bin ich mir nicht so sicher, aber why not? Wir können es ja mal probieren, oder? Ellie? Phillips? Hallo? Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Ja, höchstens, wenn wir mit der Rakete fliegen, dann... sollten wir vielleicht wissen, ob das Wetter klar ist oder so, wozu wir es brauchen, keine Ahnung, aber ist vielleicht sinnvoll. Müssen wir damit das nicht versilbern? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir hier reinschießen? Da hoch? Ah ja, da hoch. Aha, da unten strahlt Licht hoch. Das ist ja fast wie... Wie, keine Ahnung, irgendwas. Und da scheint auch über Licht. Und das müssen wir wahrscheinlich genau richtig wegspiegeln. Okay, aber erstmal hier hoch. Ist das ein Laser oder Licht? Es ist Licht. Einfach Licht. So, den habe ich voll gegen mich laufen lassen, voll auflaufen lassen. Und den drücke ich B vermehrt und hau den komplett weg. Das ist so cool, wie Chase hier immer alle weghaut. Okay, das kriege ich irgendwie nicht kaputt. Dann laufe ich hier weiter als Raumfahrer rum, weil niemand soll ja wissen, dass ich hier undercover ermittle, ne? Hat schon noch niemand mitgekriegt, wenn ich hier einbreche, alles sabotiere und so, wie so ein Imposter. Und hier ist es grün, gelb, blau, rot, das uns etwas Neues irgendwo hin teleportiert. Die Frage ist nur, wo? Sehen wir es ja hier. Und das ist ein weiterer Spiegel. Ah ja, okay, ich glaube, den Spiegel brauchen wir. Dahin müssen wir schießen.
Nicht? Hier rauf müssen wir schießen. Achso, ich bin Astronaut. Ja. Macht Laser Sinn. 1 aktiviert. Und damit haben wir Laser 1 aktiviert. Ich muss ja gar nicht mehr reden hier. Ist ja langweilig. Mann, wie geht's? Der ignoriert mich. Das ist wahrscheinlich der... Komm, das ist der, der nichts zu tun hat. Achso, da habe ich die zweite irgendwas zerstört. Ich glaube, das hat mir das 2 von 5 eingebracht. Okay, es wird gleich deaktiviert, wenn ich hier stehe. Aber ich kann hier irgendwas zusammenbauen. Ah, ein Farbwechsler. Okay. Kann man den nicht zusammenbauen oder kann man die Farbe immer wieder wechseln? Ja, dann weil ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt hinten die Farbe wechsle oder irgendwo anders und dann die Farbe hier nicht mehr habe, die richtige, kann ich den zurückwechseln? So, dann ist noch ein Tausender, den möchte ich natürlich gerne mitnehmen. Ja, damit haben wir 414 Steine. Ah, und hier können wir uns so eine Schiebebox bauen, aber eine flache diesmal. Mit dem Spiegel drauf. Aber das bringt uns auch noch nichts. Das hier ist... Ah, das ist so ein Sprengding, eine Sprengvorrichtung. Und vielleicht finden wir hier irgendwas drin, was uns TNT ranschafft. Oder hier drin. Oder da unten, da ist nämlich eine Tür, die wir aufspringen können. Oder hier vorne. Nee, bisher... Das ist schwierig. Dann benutzen wir doch mal hier den Farbwechsler und schießen hier oben auf den roten Knopf. Der deaktiviert irgendwas. Ah ja, der lässt es fallen. Wie cool. Und damit schalten wir den nächsten Spiegel frei. Wie cool. Ich liebe so Physik, Spiegelrätsel mit Licht und so. Das ist ziemlich cool. Und damit fehlt uns aber jetzt Silber. Und ich glaube, es bestätigt meine Vermutung, dass man an diesen Automaten die Farbe immer wieder hin und her wechseln kann, wenn man es braucht. Kann man da unten rein? Nö, ich glaube nicht. Hä, warum habe ich denn jetzt grüne Farbe? Ach so! Wenn wir die Farbe wechseln, dann tanken wir quasi die Farbe in den Farbwechsler rein. Und dann hat der automatisch die Farbe, die wir... Ah! Automatisch die Farbe, die wir brauchen. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Und zwar, was ist das? Der Mondbuggy. Also, wenn es so innen drin aussieht, nur, dann wäre es ja irgendwie lame. Aber safe nicht. Okay, dann müssen wir hier die Sachen holen. Und da kommen zwei Polizisten, die ein bisschen trottelig drauf sind. Oder die entschwindig geworden ist von der Fahrt. Den einen haue ich schon mal direkt weg. Bei dem anderen, den erledige ich auf die epische B-Spam-Attacke. Wie ich sie immer nenne. Mal. Und mit dem? Aufzug? Ah, kann ich hochfahren. Kann ich auch runterfahren damit? Nee, ne? Schade. Okay, dann ab geht die Fahrt. Boah, es haut mich voll hin. Da oben ist was. Wie komme ich da hoch? Okay, ich glaube, das ist so eine besondere Verbindung. Ich mache das mal als Raumfahrer. Schießt den so voll in die Arbeit rein, den juckt's nicht. Okay, hier habe ich keinen Elektriker. Das heißt, nur mit dem Elektriker komme ich wahrscheinlich da an die eine Stelle dran, an die ich dran muss. Was gibt's hier? 3 von 5. Das ist das, was wir zerstören müssen. Ich weiß immer nicht genau, was es ist, aber Hauptsache, wir machen Progress, ne? Und jetzt haben wir schon 400 Stats. Hier können wir ein bisschen die Dinger verprügeln und meine ruhigere Aufgabe angehen, und zwar den Safe hier öffnen. Was ist hier drin? Eine Schlüsselkarte oder was ist das? Okay, das bringt uns nichts, die gehen kaputt. Ah ja, doch, hier, klar, der Schlüsselkartenautomat. Ich hab gedacht, ach, jetzt fährt diese Brücke hier. Okay. Gut, gut, gut. Und damit sind wir beim besagten Schalter, beim gezeigten Schalter. Und der lässt das Auto, den Buggy, einfach fallen. Okay. Dann müssen wir wohl wieder zusammenbauen. So ein ganz kleiner Buggy. Das ist die Eagle, oder? Hieß der nicht Eagle bei der Mondlandung? Das Buggy. Boah, ich muss aufpassen. Ich habe schon ein Leben verloren mit dem Buggy. Aber der hat einen super kleinen Wendekreis. Man drückt mit dem Eimer zur Seite, der ist direkt schon um eine halbe Drehung gedreht. So. Ah, da muss ich rauf, okay. Sagt das doch mal jemand. Und jetzt können wir hier rausfahren. Und das war das Ende von dem Spezialauftrag, oder was? Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend! Der gehört nicht dir! Na dann eben uns, ihm jedenfalls nicht.
Echt so. Komm mit! Wie er erstmal ihn anmeckert, obwohl ich ihn ja offensichtlich gestohlen habe. Seine Kaffeetasse. Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Hoffentlich. Okay, immerhin müssen wir nicht fahren. Wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich kämpfen. Und damit haben wir Apollo-Insel, Weltraumzentrum, Level abgeschlossen. Und eine Polizeimarke, glaube ich, bekommen. Ja. Weil wir nicht alle Sachen zerstört haben. Dann hätten wir die zweite bekommen, wetten. Und wir haben 100% geschafft. Ich glaube, nur wegen dem Stats-Multiplikator. Was ein bisschen schade ist, aber kann man nicht ändern. Nächstes Mal stelle ich es aus, wenn ich dran denke. Wird ja eh immer ausgestellt. 81 Steine und Geschichte fortsetzen natürlich. Was ey, jetzt passiert? Erfährt man noch, ob die jetzt am Hafen warten oder nicht? Ah, okay, auf jeden Fall. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock.